Bloß die Zäune schnalle ich gerade nicht. Ist jetzt so eine Art Sichtschutz, damit man die Kackbratze auf der anderen Seite nicht sehen muss, oder was? Ja, genau. Oh, scheiße, funktioniert aber nicht. Was wolltest du machen? Nein! Oh Mann! Ey, weh, du machst doch meinen schönen Baum kaputt. Hi und herzlich willkommen zu Zomb Raider mit dem Indianer Spooky. Und der Sandy Graf. Guten Tag. Ja, wir sind diesmal wieder hier oben. Eigentlich wollten wir ja mit Tomka ein Interview machen, aber der Sack hat sich ja 20.30 Uhr pünktlich, wo er eigentlich nicht mehr da sein wollte, oder ne, er später kommen wollte, hat er sich verdrückt pünktlich. Echt witzig. Naja, vielleicht ein andermal. Wir haben nämlich keine Zeit, deswegen machen wir hier oben gleich weiter. Ich bin dabei, die Plattform hier zu erweitern für den Imbiss. Der Spooky macht noch eben unser kackbraun Teppichplätzchen da oben fertig. Ich hatte ihm ja leider, hat er es ja nicht mehr so mitgekriegt. Du hast mir gerade mit den Füßen runtergelatscht, du Sack. Hier gerade runtergepinkelt. Ich habe dir ja noch letztes Mal erklärt, warum braun scheiße ist. Eigentlich habe ich das in den Wörtern gerade schon erklärt. So, ich glaube, das habe ich dir am Ende doch noch am Ende der Folge, glaube ich, von der vorletzten Folge erklärt. So, jetzt hole ich mir noch Nether Bricks. Spooky macht da oben weiter. Ich glaube, Laternen haben wir jetzt hier erstmal noch, ne? Die Sitzecke ist fertig, genau. Die Stehtische kommen noch später. Aber wie gesagt, wir machen erstmal hier oben weiter. Sonst kommen wir ja nicht mehr zu Potter. Ich habe hier noch hier so einen Erdbeerkopf von Timmy in der Tasche. Wo klatschen wir den mal eben hin? Den klatschen wir jetzt mal. Klatsche ich den jetzt hin? Timmy, wo klatsche ich dich jetzt hin hier auf in der Sitzecke? Oben. Ach nee, der nicht, da sind Half-Steps drauf. Wo klatsche ich? An Kaktus? Ein Ofenkaktus! Geht doch bestimmt, oder? Mist, da komme ich nicht hoch. Das mache ich jetzt, das sieht lustig aus. Das sind wie diese Kaktusfrüchte. Ja, ja, stimmt. Wenn er nicht kaputt geht. Durfte eigentlich nicht. Hoffe ich. Und wenn ja, dann ist es egal. Nee. Das ist ja nicht in seinem Kopf. Der Demi ist ja, jetzt das Kaktus. Sieht aber echt hier, guck mal, von hinten. Deswegen habe ich es ja so rumgemacht, dass der Kopf... Sieht ne? echt aus wie so ein... Geil, das sieht aus wie so ein Kaktusfrucht. Originaler Kaktus gebaut. Siehst du mal. Kaktusse. Na, normalerweise sind die an der Seite dran, an den Stacheln, aber jetzt haben wir es mal oben drauf. Wie macht es schon witzig aus, wenn der Kopf da oben drauf ist? Oh Mann. Irgendwie ist bei mir Netherbrick jetzt dunkler als vorher. Das kann auch an meinem Bildschirm gerade liegen. Wie groß machen wir denn jetzt die Fläche? Für den Imbiss. Weil hier muss ja dann auch noch mal Glas drum, dass die Leute da nicht runterhüpfen. Richtig. Also noch einmal breit, also noch, warte mal, wie viel habe ich hier drüben? Weil es soll ja schon auch eine bestimmte Form haben. Und so eine, wie eine Art ein Pavillon da, ne, sollte es ja, nicht zu riesig. Aber ja, auch nicht zu wir haben dieses hässliche Blumenbeet hier gebaut. Halt die Fratze, na du, oder? Ja. Darfst du also doch, ich wollte gerade sagen, halt die Fratze! Wieso, das geht doch, ich finde das ist ganz okay da drüben. Doch, ist okay. Das hier drüben ist auch, kann auch so bleiben, weil das soll ja hier mehr Wiese, weil hier kommen ja die Stehtische hin. Deswegen ist es ganz okay, dass hier nur die Blumen sind. Ich glaube, die Fackeln hier müssen wir auch irgendwie noch wegmachen, demnächst. Zumindest mal gucken, wie ich jetzt, ob ich jetzt breit genug gemacht habe, der Teil. Na, ist deine komische Kuschelecke schon fertig oder warum trödelst du da rum? Weiß es nicht genau. Was rot hier bei mir nicht in die Plattform ist. Ich höre gerade so ein paar Sachen aus, aber irgendwie. Weiß ich noch nicht, was das darstellen soll. Das Gute ist, das sieht man ja nicht. Bei mir sieht man ja alles. Oh, nicht der schon wieder hier. Golden Freddy's fragt. Kennt jemand Five Nights at Freddy's? Nee. Nee. Hab ich noch nie gehört. Ja, vor allem, es ging. Ich habe ja heute Morgen, war ich auch. Warte, ich. Nee, Quatsch, das war gestern Abend, oder? Heute auch. Five nee, Quatsch, Nights heute Mittag. Nee, da hat ständig in der neue Spiele, Filme und Spiele gefragt. Das war ja schon wieder eine Game Show hier, der Chat. Beim alles außer Minecraft wurde hier besprochen, so. Du musst doch länger die Plattform. Weil, wenn ich nämlich über andere Spiele quatschen will, dann spiele ich nicht Minecraft, dann gucke ich mir meine Let's Plays an oder von anderen die. Ja. Weil, erstens ist es Fremdwerbung, dachte ich immer. Im Grunde ja schon, ne? Wenn du ja, so siehst. Ja, eigentlich schon. Und da, ne, wenn sie bei uns penibel sind, dann sind wir da auch penibel. So, ich glaube, das reicht jetzt. Ich weiß nicht, wie groß der. Imbiss wird. Der darf ja nicht zu riesig sein, das soll ja bloß ein Imbiss sein. Ja.
glaube, ein bisschen länger noch. Ach, da bist du der, der gerade an den Rand kommt. Ich dachte, jetzt kommt dein Mob und schubst mich runter, ey. ich mach das nur. Ich mach das jetzt noch eins länger. Keine Sorge. Wenn du stirbst, dann durch meine Hand. Na, danke auch. So, ich glaube so, da ist jetzt eigentlich ein Fehler drin. Meine Maus ist gerade so schnell eingestellt. Wo habe ich denn den Fehler jetzt? Hier drüben. Ach, das ist ja doof. Scheiße, ich weiß einfach nicht, was ich dort oben auf dem Tisch drauf machen soll. Da kannst du doch gar nichts drauf machen, oder? Was mache ich? Irgendwie nicht. Du wartest bitte. Ah, jetzt fällt alles runter. Schon wieder, ey. Was? Terminator ist wieder am Start. Das ist der Admin. Soup, oder? Mod? Mod. Mod. Stimmt. Nee, Soup. Support. Superb. Jetzt geh mal gucken, was der Spucki da oben treibt. Der was ist der Unterschied bestimmt zwischen Soup und Mod? Mod, ja. Ja, Mod ist ein Moderator und Soup ist Support bloß. Also bloß, in Anführungsstrichen. Was ist das? Jetzt guck mal, was du für gruselige Sachen du hier machst. Ja, das, genau so habe ich mir das aber auch gedacht, wie das letzte Mal. Das, guck mal, das ist jetzt in derselben Farbe wie dein komischer Kackteppich. Ja, das hatten wir doch schon, das alles. Also ich habe jetzt nichts gemacht, außer die Zäune hier oben dran. Echt? Also ich habe das, ich war ja seitdem nicht mehr gucken, seitdem du den DC hattest. Bloß die Zäune schnalle ich gerade nicht. Ist jetzt so eine Art Sichtschutz, damit man die Kackbratze auf der anderen Seite nicht sehen muss, oder was? Ja, genau. Oh, scheiße, funktioniert aber nicht. Was wolltest du machen? Nein! Oh Mann! Ey, weh, du machst doch meinen schönen Baum kaputt! Da hat sich ja da der. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob man da so Art Regal machen kann, aber das hängt zu tief und ich kann das nicht, kann das hier nicht machen, weil das anscheinend auf diese Blöcke reagiert. Du hast die. Wieso, du kannst Stufe doch im Inventar. Was zahlst du denn? Ich hab kein. Achso, die Stufe und den Zaun. Wenn ich gemein gewesen wäre, hätte ich es jetzt da runtergeschmissen. Wieso, du kannst es doch hier drüben einen Block ranbauen und dann wieder runter wegmachen. Ach so, stimmt. Ach, ja doch, das ist. Na? Und ich habe jetzt auch was ganz Geiles gesehen. Das war bei. Wem war denn das? Weiß ich jetzt gar nicht. Bei dem. Oh, wem habe ich denn besucht gestern? Lustlos TV. Der macht. Ist wohl auch Let's. Genau, der ist auch Let's Play. Habe ich da selber so geguckt. Der macht aber, glaube ich, soweit ich weiß, Gameplays. Genau. Und der hat. Mich gewundert, wie der das gemacht hat. Oh, das kann man, können wir jetzt nicht zeigen. Das machen wir in einer anderen Folge. Ach, das zeige ich demnächst. Denn jetzt mache ich erstmal eine komische Stelle da fertig, wo wir den Imbiss hinklatschen. Weil sonst komme ich hier ja nicht mehr zu Potter. Ja, genau. Achso, was hast du jetzt mit den Sitzplätzen? Meinst du, eine andere Farbe wäre besser, ne? Ja, das, weil, wie gesagt, deswegen hasse ich nämlich diesen Teppich. Kann auch einen anderen Teppich holen. Nö, jetzt verbrauchst du den gefälligst, ja? Hast du davon 1000 Stück gemacht? Insgesamt. Mit den 30.000 davor. Deswegen. Aber was willst du von der Farbe? Wir haben ja keine andere Farbe an Sitzflächen. Fichtenholz vielleicht. Der ist ja auch dunkel. Ja. Ja, aber. Mein Hund ist wieder penetrant. Der leckt wieder seine leere Schale aus. Und der hat erst gefressen. Der sagt. So richtig lautstark. Wissen die letzten Reste, die noch dran kleben an der Wand, die frisst er jetzt so raus. Wie der Spucki immer morgens. Wenn er mal ausnahmsweise einmal die Woche was zu essen kriegt. So, jetzt gehe ich auch mal was machen hier. Auch nur, weil du mich nicht fütterst. Nee, kriegst du auch nichts. Doch, du kannst kackbraunen Teppich haben. Der ist ja extra. Bleibt immer so zwischen den Zähnen hängen. Ich glaube, ich mache hier das noch ein bisschen anders. Ach, kackbrauner. Kackbraun. Aber ich denke, das passt besser vom Kontrast her. Das ist so eine Erhöhung von dunkel zu hell zu noch dunkler. Kontrast doch heute hier oben, ja? Ich glaube, ich habe jetzt so ein bisschen. Ah, jetzt. Herbie! Der schiebt dir jetzt durch eine. Herbie! Schiebt den jetzt die Schale jetzt durch einen halben Raum. Das hört man richtig laut. Also, wenn man hier sitzt, dann stört's. Vor allem, ich habe ja dann noch Fenster offen. Draußen ist ja schon laut. Und jetzt Herbie. Und das, der, ist so nur der ist nur einen Zentimeter groß, der Hund. Ja, aber man hört ihn. Ich glaub, bei mir ist seit 3 Tagen dunkel halt hier. Hast du keine Jalousien aufgehabt oder was? Nö, gar nicht. Ist ja kein Wunder, Kellerkind Spooky muss ich ja mal verstecken. Boah, abartig. Ich kann es verstehen, ich muss mich ich auch mal verstecken. Auch das Licht anmachen. Boah! Geht! Das hatten wir doch auch schon. Jetzt verschieben wir jetzt das Thema. Guck mal, ich hab das jetzt hier fertig. Die Plattform. Jetzt können wir hier gucken, dass wir hier irgendwie den Imbiss draufsetzen.
Den müssen wir eh in einer anderen Farbe machen. Ja, er steht in der Toilette auch. Hier, guck mal, da ist halt extra eine Stelle zum... Oh Scheiße, jetzt weg, das ist einfach fast unheimlich. Wie war das? Es gab doch so eine Show früher, oder? Wo man sich da gegenseitig unterschubst. American Gladiators. Ah, genau, das war so geil. Also für die, die das nicht kennen, bitte mal googeln. Ich werde wahrscheinlich das im Video einblenden. American Gladiators war richtig toll. So richtig sexy, knackige Männer und knackige Frauen, die sich gegenseitig mit riesen Wattestäbchen verprügelt haben. Genau, ja, Wattestäbchen. Aber die waren über Wasser. Hier ist, wir haben die extreme Form hier bei Tomb Raider. Bei uns werden die Leute vom Dach geschubst. Bei uns heißt es dann American Deathmatch Gladiators. Genau, nee, German Deathmatch Gladiators. Achso, du bist ja eine Deutsche, stimmt. Nee, ich bin Polin, du bist Deutscher, hallo? Ich bin kein Deutscher. Du bist wohl Deutscher. Eine Mischung zwischen Araber, wollte ich schon sagen. Zwischen Arsch und Blödmann. Zwischen Amerikaner und sizilianischen Berglöwen. Klar. Nee. Oh Gott, nicht schon wieder. Das habe ich heute irgendwo schon mal gehört. Blödmann. Wo denn? Ja, frag nicht so doof. Dein blödes Let's Play. Denk, das guckt einer. Ey, es gibt einen Mensch, der es guckt. Der schreibt mich an. Ach so. Ja, und da ist auch... Da bin ich fast gestorben, weil ich fast vor taub geworden bin. Weil der vorher schon an uns so rumgebrüllt hat. Ich hab da sogar schon bei Twitter hab ich dir geschrieben. Echt? Weil du das geliked hast, habe ich geschrieben. Danke, meine Liebe. Ich hoffe, du bist jetzt nicht taub. Ja, vor allem, das habe ich das nicht. Ja doch, ich habe das heute früh. Nee, gestern Abend. Gestern Abend sogar. Ach, ich weiß gar nicht mehr. Ja, stimmt, als ich im Bett lag und nicht schlafen konnte. Dann brüllt er mir dann an ins Ohr. Nein, du bist ein Guide. Das reicht schon. Ey, wir haben hier nichts geschafft, Mensch. Guck mal, Bonnie. Nein, komm mal hochgucken, ich hab was geschafft. Okay, jetzt krieg ich bestimmt die Sichtsblindheit. Wir hätten den Baum, glaube ich, auch größer machen sollen, ich weiß es nicht. Ja, schick. Hier kannst du zum Beispiel jetzt noch Teppich auf dem Tisch machen, irgendeine Farbe. Aber bitte kein Braun. Okay, weiß ist okay. Guck mal da hinten. Ah, cool, das sieht gut aus. Wisst ihr? Hab ich die ganze Folge dafür gebraucht, für ein Regal zu bauen. Und ich für ein bisschen Boden, immerhin. Denk dran, am 1.4. macht unser großer Shop auf, zumindest das, was wir schon bestückt haben. Da hat heute schon der Jebasi nachgefragt, oder sich gefreut zumindest. Ach doch, ist doch okay. Ja, das ist April, gut. Ja, der 1. April. April, April. Ja. April, April, sagen wir denn. Wir machen noch nicht den Shop auf, erst im halben Jahr. Nee, machen wir schon. Da habe ich aber wieder eine geile Story, die ich erzählen kann. Ich hatte, warte mal, jetzt muss ich mal ausrechnen. Als ich noch nicht 21 plus war, ich war damals 16, hatte ich am 1. April einen schweren Fahrradunfall. Das ist jetzt, ne, klingt jetzt für manche traurig. Im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt, ist es lustig. Weil ich lag ja im Krankenhaus, meine Schwester war ja dabei, und die rief dann ständig zu Hause an und wollte meinem Stiefvater Bescheid sagen. Und der hat jedes Mal das Telefon wieder aufgelegt und April, April geschrien. Bis er endlich mal geschnallt hat, dass ich wirklich im Krankenhaus liege, schwer verletzt. Das hast du mir schon erzählt, ja. Das war so geil. Ich hatte nämlich schwere Hirnerschütterung und eine Amnesie und hatte mein halbes Gesicht war offen. Das war echt. Und April, April. Okay, ist aber auch ein fieser Tag, muss man sagen. Ich wollte ja auch gerade sagen, das ist echt ein scheiß Datum. Falsche Zeit, falscher Ort. Und das war so schön. Ich sag ja, Kinder, lasst die Finger von Fahrrädern. Nur Idioten fahren auf zwei Rädern. Das war so schön und wir wollten baden fahren. Wir wollten in Spandau, in der Nähe von Spandau ist eine Bürgerablage hier zwischen meinem Wohnort und Spandau. Und ich war da bis heute noch nie. Bei dieser Burgerablage. Seitdem, ich wollte an dem Tag, wo der Unfall passiert, das erste Mal dahin. Und ja. Bau dir auch eine Badewiese hier. Ja. Ich gehe jetzt hier in den Brunnen. Baden. Genau. Mit Fahrrad. Ey, komm mal hier rein, das sieht ja aus. Ja, das ist doch cool. Gruselig, oder? Ja, das ist wie die Playboy-Grotte. Ich will wieder raus. Wo geht's denn raus? Gott. Jetzt komme ich hier nicht mal raus. You Guide ist hier drin, ne? So, jetzt machen wir mal endlich weiter. Hier, komm mal, hilf mir jetzt hier mal den Imbiss zu bauen. Wir müssen uns nämlich jetzt eine Farbe überlegen, dass es auch raussticht, ne? Das darf jetzt nicht in derselben... Irgendwie ist die noch zu kurz, ne, die Plattform. Ja, ich wollte sagen, das ist echt ein bisschen kurz, wenn du da was Achteckiges drauf bauen willst. Wie achteckig? Du willst was achteckig? Stimmt hier. Ja, so Pavillonform. Ja, dann machen wir... Ja, meinst du, es geht mit... Da können wir UFC hier oben betreiben. Wenn man schon bei Gladiators ist. Oder wir machen halb, also nicht ein Pavillon, sondern ein halbes Pavillon, weißt du, wie ich meine? Also viereckig. Nee. Viereckig. Ne, viereckig ist ja auch scheiße. Ja, wenn dann fünfeckig oder fünfeckig, so. Fünfeckig, ja, genau. Und dass das hier der Eingang sitzt und dass die sich dann hier hinstellen müssen, um was zu kaufen. Und hier so klicken können, weißt du? Das Essen durchklicken können. Was hab ich denn? Wie heißt denn ein Fünfeck? Fünfeck?
Hexagon ist Sechseck, wie heißt ein Fünfeck? Wir sind ja nicht. Verwirr nicht unsere jungen Zuschauer, die meisten wissen es eh nicht und ich auch nicht, also Klappe. Weiß ich gar nicht. Nee, ich auch nicht, aber nur bei 5. Also ich weiß, bei 7 heißt es Septagon, oder? Ja, was? Hexagon ist 6, Oktagon ist 8, Achtagon. Achtagon, genau. Weißt du, was ein Blödergon ist? Rat mal. Du. Nein, das war du. Nein, Schwabes, liegst du schon fast richtig. Also das Du war schon richtig, aber da muss Herr Geit hinterstehen. Oder Spooky. Komm. Dann müssen wir uns jetzt überlegen, was wir in welcher Farbe wir das machen. Weil wir haben nicht mehr viel Zeit, dann ist die Folge schon wieder zu Ende. Guck mal, hier kannst du voll auf die Kuppel springen, weil wir wollen ja bald auch mal unseren Zug hier anfangen zu bauen. Zug vor allem, ist unsere Achterbahn. Obwohl eigentlich ist der mehr Zug als Achterbahn am Ende, ne? Kommt drauf an, ja. Hast du hier eine Lampe geklaut oder war hier vorher auch nur eine? Ich muss dir unbedingt mal einen Link von einer Achterbahn schicken, die ich mal gesehen habe. Nein, hör auf, dann wird mir bestimmt schon vom Angucken schlecht. Nee, nee, die ist richtig geil. Du kennst ja bestimmt Beetlejuice, oder? Diesen komischen... Ja, natürlich kenne ich den. Ich bin ja schon 21 plus. Genau. Und da hat jemand eine Achterbahn in dem Design gebaut. Okay. Und die ganzen Räume, die sind genauso... ich weiß nicht, welche Mods der alles drin hat, aber das ist so geil, das Ding. Und das dauert ewig, bis der die komplette Achterbahn durchgefahren ist. Also vielleicht kann man das auch im Video verlinken, wenn ich es finde. Okay, wenn das unten in der Beschreibung mal oder gucken, so. Mal gucken, kann ich ja selber googeln. Lass mal jetzt eher überlegen, was wir jetzt für eine Farbe machen. Dass die Zuschauer vielleicht auch gucken können. Ne? Naja, das mache ich ja. Ich blende dann mal ein Bild ein. Wenn ich mir merke. So. Warte mal, jetzt überlege ich gerade, was wir hier für eine Farbe nehmen. Jetzt verwirr mich nicht. Oder aus Lapis Lazuli, blau und rot geht ja. Der Gedanke kam mir auch gerade. Lapis Lazuli und vielleicht Redstone. Ja, wir haben ja hier noch Redstone und Redstone. Oh, ich lache so ein bisschen. Ist ja Arabisch. Ich gehe mal runter und hole Lapis. Aber ich glaube, da müssen wir erst Lapis Lazuli. Das wird nicht ganz reichen. Hier sind noch 15 Lapis Lazuli Blöcke. Ich hole noch. Auch mal schöner ausgesprochen. Na, ich hole schnell aus dem. Ach, scheiße, ich muss da mich ja reinzoomen. Beamen. Ich hole noch und mach das in Blöcke. Das machen wir dann wieder auffüllen demnächst. Zum Verkauf. Mhm. Ich hole das schnell. Das war das schnell. Wir ein bisschen brauchen wir, weil jetzt brauchen wir noch Redstone-Blöcke. Die hole ich auch gleich mit. Das werden wir eh jetzt nicht mehr schaffen in der Folge, denke ich mal. Aber wir können ja schon mal so tun, als ob. Ja, genau. So, das muss erstmal reichen. Redstone nehmen wir hier. Obwohl, Redstone haben wir, glaube ich, selber. Ach, scheiße, das hatte ich, glaube ich, hier reingestopft. Glaube ich jedenfalls, Leute. Hast du denn meinen Homepoint gemerkt, den ich mir oben gesetzt habe? War das die 6? 8. 8. Jedes Mal will ich die 6 machen. So. Wo ist denn hier eine Workbench? Au! Wo ist denn hier eine Workbench? Au! Wo ist denn hier eine Workbench? So. Dann mach ich da schnell ein paar Blöcke draus, dass wir schon mal so andeuten können. Na, Herbie? Hast du auf hier fressen? Man hört's! Du bist nämlich ruhig. Vor allem, der hat so lange Fell jetzt über den Augen. Ich muss ihm das nachher mal abschneiden. Der sieht aus wie dieser Hirtenhunde. Kennst du das Comic mit diesen riesen Hirtenhunden? War das nicht sogar der Roadrunner? Ich weiß es gar nicht. Nee, das war das mit dem Wolf, nee. Na, der immer die Schafe klauen wollte. Der Roadrunner war das mit dem, ja, das weiß ich ja. Woody Woodpicker oder so. Genau, und ich meine aber jetzt das mit dem Wolf, der immer die Schafe klauen wollte. Boah, stimmt, da gab's auch was. Boah, Mann, ey, das sieht so weit zurück. Nur in ganz mickrig sieht Herbie jetzt aus. So, jetzt mal Die Woodpicker war auch schon wieder was anderes. Mann, das war dieser komische Specht, ne? Ja, Roadrunner ist der Roadrunner halt, so heißt es. Ja, genau, ja. Mit ich weiß gar nicht, Koyoten und genau, Coyote Ugly, wollte ich gerade sagen, so wie du letztes Mal. Das kennen die Kinder nicht. Genau, wir sind anständige Leute. Warte, ich stopp mal das über anstecken. Achso, ups. Dann sind wir eben Kinder anständige Leute, oder was? Nee. Ach, scheiße, nicht. Das brauchen wir doch. Warte, ich gebe dir mal die Hälfte ab. Vielleicht fällt dir ein Bauart ein. Ich hab jetzt mal das. Ich hab schon gerade was probiert, aber das bin ich schon automatisch noch mal größer geworden, als die Plattform ist. Was? Du bist größer geworden, als die Plattform ist? Man sieht jetzt, wo bist du denn? Ich sehe dich nicht. So groß bist du, dass ich dich nicht sehe. Genau, in der Form, aber so, dass wir da später dann auch die Kiste, so eine kleine Kiste, ne, Shopkiste hinstellen können. Ja, deswegen. Das ist ja schon mal gut so. Also du kannst ruhig die ganze Plattform hier nutzen, von der Breite her, ne? Das ist wieder zu klein. Ja, deswegen, das muss ich jetzt ein bisschen ausprobieren. Achso, hier bin ich sowieso falsch. Nee, mach doch hier weiter, hier drüben. Warte mal. Dass du wirklich die Stelle auch nutzt, überleg mal. Ja, genau.
dass du hier dann ein bisschen so machst, weißt du, so wie unser Bauer, die wir auf bei Spooky Family haben, so ähnlich. Dieser wie der Dach, weißt du? Da kannst du ja mal abbauen. Fällt bloß die Hälfte wahrscheinlich runter jetzt, so, weißt du, Verbindung. Die hinten kann man ja noch auch irgendwie, weiß nicht, mit Wolle irgendwas. Wie gesagt, so, du musst dich immer hier so ein bisschen hinstellen, dann siehst du, wie weit du ja an Kisten rankommen würdest. Bis da ungefähr könnte man klicken als Käufer. Mhm. Also kann man hier wieder dicht machen. Sozusagen. Das Coole ist, jetzt verbindet sich das ja nicht mehr mit dem Glas. Das ist schon mal praktisch. Genau, da kann dicht. Und das ist nämlich schon zu weit hier hinten. Aber das ist nicht so schlimm, da kann man ja irgendwie was ausfüllen. Also eine Wand doch machen. Ist doch mit dem Glas verbunden. Echt jetzt? Ja. Ach, stimmt. Das sieht man gar nicht, so wegen dem Rot. Naja, nee, das ist. Ja, muss man echt schon genau gucken. Von oben siehst du das. Das ist ja doof. Sieht ja eh keiner. Genau, dass wir jetzt hier gucken. Mal, hier stehen wir dann, ne? Hier kommt der Verkaufstresen ungefähr. Oder hier? Ich würde eher sagen hier, ne? Oder hier könnte schon der Verkaufstresen. Dann können hier nämlich. Kommt man besser an die Kisten hier hinten noch weiter ran. Das. Nein, dann. Nein, hier. Eins vor. Oh Gott. Genau da. Ah, die Markierung. Hallo, wollen Sie Blumen kaufen? Wolle Rose kaufen. Guck mal, du kannst Backpfeife haben, du Rose, du. 1 Euro, du bist aber teuer. Wir müssen eh gucken, dass die Leute hier nicht in unseren Dings da jetzt mal reinhüpfen, obwohl hier kommt ja eh was noch drüber. Ich überlege noch gerade, kommt man hier durch? Nee. Wir müssen ja selber später noch an die Kisten wieder rankommen, ne? Ja. Mal gucken, wie wir das denn machen. Das ist doof in der Mitte. Okay, wir können es ja abbauen zur Not, ne? Wir haben ja einen Vorteil. Willst du da schon den Dings aus Redstone machen? Nee. Oh, guck mal, das blinkt. Naja, klar. Blau-O. Das ist ja eine Energiequelle, Redstone. Das stimmt, ja. Der Block. Genau. Wenn ich statt jetzt eine Redstone-Lampe draufstelle, leuchtet die auch, glaube ich. Naja, Daniel hat ja unten die Dings so gebaut, teilweise. Als Redstone-Quelle. Ja, aber hier brauchen wir ja keine Redstone-Lampen, oder? Obwohl, die könnten hier links und rechts als Tresen welche machen, ne? Dann ist jetzt gleich automatisch beleuchtet. Mhm. Wie bastelt man die? Ich glaube, das gucken wir in der nächsten Folge. Redstone und ein Glowstone. Also Redstone um den Glowstone rum, glaube ich. So irgendwie. Das machen wir gleich in der nächsten Folge. Die Folge ist nämlich jetzt zu Ende. Der Spuck wird wieder getrödelt. Genau. Machen wir Spuckes Kopf, denn der ist hier auch auf dem Kürbis, wollte ich gerade sagen. Auf dem Kaktus. Ja, ich kann ja fahren. Ich habe ja eh kein Level mehr, weil mich jemand runtergeschmissen hat. Ja, mich auch. Ja, du, kann ja keiner was dafür. Der ist nicht weit, nicht tief gefallen. Ich wurde ja von der ganzen Insel runtergeschmissen von 3 Leuten, ja. Und der Spucki, der wurde nur von da hinten, wo man normalerweise nicht sterben durfte. Aber Spucki stirbt denn, ne? Wenn du ständig irgendwelche Leute auf die Insel drauf lässt. Nee, die kommen ja von alleine drauf. Hier ist ja, ich weiß. Dann sagen wir mal, bis zur nächsten Folge mit dem doofen Spucki, der. Wo ist der überhaupt? Na egal. König der Welt! Oh Gott. Erst spielt der Hugh Hefner, jetzt spielt der Leonardo DiCaprio. Ciao, Leute. Ciao.